erste Video dieser Serie erklärte die theoretischen Grundlagen für thoriumbasierte Energieerzeugung. Hier eine kurze Zusammenfassung. One of the main benefits is that it produces an endless supply of new nuclear fuel via the thorium fuel cycle. To get a basic understanding of how this works, we will begin here at the moment of fission. When uranium fissions, it releases energy. But it also releases at least one neutron that gets absorbed by an atom of thorium. Once this happens, the thorium will decay into protactinium in about a half hour, followed by a decay to uranium in about a month. This new uranium will then fission, releasing another neutron that will get absorbed by another atom of thorium, continuing the cycle. This cycle will repeat over and over again, thereby creating endless energy from thorium. Thorium kommt häufig vor. Die reichsten Vorkommen befinden sich in Indien, wo es zum Beispiel Bestandteil der Sandstrände von Kerala ist, aber auch in Australien, den USA, der Türkei, Brasilien, Norwegen, Ägypten, Südafrika und anderswo. Schätzungen zufolge gibt es auf der Erde etwa viermal so viel Thorium wie Uran. Das ist jedoch ein irreführender Vergleich, denn im Natururan ist nur das 0,7%ige Uran-235 nutzbar. Im Vergleich dazu kann in einem Thoriumkraftwerk fast das gesamte Thorium in U233 umgewandelt und genutzt werden. So kann ein Kilogramm Thorium mehr als 100 Mal so viel Energie erzeugen wie ein Kilogramm Uran. Das Herzstück eines konventionellen Kernkraftwerks ist der Druckwasserreaktor. Im Innern dieser 10 Meter hohen Stahlkonstruktion befinden sich die festen Kernbrennstäbe, die spaltbares Uran-235 enthalten. Der Reaktor steht unter Druck und wird von Wasser durchströmt, das einerseits als Moderator dient und andererseits die bei der Kernreaktion entstehende Wärmeenergie zum Dampferzeuger transportiert. Der Dampf dient zur Elektrizitätserzeugung. Hier das Beispiel eines für Thorium geplanten Reaktors, der sogenannte Flüssigsalzreaktor. Er ist völlig anders konstruiert. Als Moderator wird kein Wasser verwendet, sondern zum Beispiel Graphit. Es gibt auch keine Brennstäbe, sondern der Brennstoff, das heißt Uran-233, ist in flüssigem Salz aufgelöst. Das Salz ist flüssig wegen seiner hohen Temperatur, mehr als 500 Grad. Die durch die Kernspaltung erzeugte Wärme wird durch eine zweite Art von Salz, das Wärmeträgersalz, zu den stromerzeugenden Turbinen transportiert. Der Reaktor ist in zwei Kreisläufe integriert, von denen einer zur Herstellung und Reinigung von Uran-233 und der andere zur Stromerzeugung dient. Hier nochmals die Unterschiede zwischen Uran und Thorium in tabellarischer Form. Im konventionellen Uranreaktor ist der Brennstoff fest, im Thoriumreaktor ist er flüssig. Die Temperatur liegt bei 250 respektive 500 bis 700 Grad. Der konventionelle Reaktor steht unter hohem Druck, nicht so der Flüssigsalzreaktor mit Thorium. Schließlich liegt der Wirkungsgrad, also das Prozent der Wärmeenergie, das in elektrischen Strom umgewandelt wird, bei 30 Druckwasserreaktor bzw. 50% Thorium-Flüssigsalzreaktor. Fazit: Thorium gibt's in vielen Ländern. Pro Kilogramm erzeugt Thorium in zukünftigen Reaktoren 100 Mal mehr Energie als Uran. Geplante Thoriumreaktoren verwenden flüssigen Hochtemperaturbrennstoff. Die auf Thorium basierende Energie ist praktisch unerschöpflich. Die verwendeten Quellen finden Sie in der untenstehenden Videobeschreibung. Kommentare und Korrekturen über YouTube oder direkt an bernard@herschel.ch. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf bald!